So, das erste alternative Ende. Ich töte dieses Mal nur Barisov. Nein, Captain! Gut gemacht, Captain Renko. Mal gucken, was Ich jetzt sehe, passiert. Sie haben das Zeug zum Weltherrscher. Gut. Tja. Kanzler Demetschew ist der einzige Überlebende von Katorga 12. Barisow wird aus sämtlichen Berichten gestrichen. Mit dem ZMG können Sie und Demetschew die Singularität jetzt kontrollieren. Katorga 12 wird zum Angelpunkt von Demetschews letztem Schlag, um den verbleibenden Widerstand gegen seine Führung auszumerzen. Als Militärkommandant machen Sie aus Demetschews Streitkräften eine unaufhaltsame Kriegsmaschine. Sie trainieren sogar einige der Inselkreaturen für den Kampf. Sie setzen sie als erste Angriffswelle in allen großen Schlachten ein. Millionen werden zur Sklavenarbeit gezwungen. Mit der vollen Macht der Singularität und ihnen als Kopf des Militärs werden alle Widerstandsnester weltweit ausgelöscht. Bei Mir 12 gibt es zuerst Probleme, aber mit dem ZMG auf ihrer Seite haben sie keine Chance. In den folgenden Jahren kommt es zu Spannungen bei der herrschenden Diktatur Russlands. Durch ihr Wissen über moderne Waffentechnologie und die Kontrolle über das ZMG gewinnen sie Unterstützer. Manche halten sie für mächtiger als Kanzler Demetschew selbst. Demetschew erkennt das und startet in den ehemaligen Vereinigten Staaten ein geheimes Waffenentwicklungsprogramm. Es gibt sogar Gerüchte, dass er ein eigenes ZMG gebaut hat. Ein Konflikt scheint unausweichlich, da die Welt sich wieder inmitten eines kalten Krieges zweier Supermächte befindet. Ja, so, ja. Da hätte man zum Beispiel schon mal einen Anlaufpunkt zu dem für einen Add-on. Zum Beispiel. Oder eine Erweiterung. Ist ja ein Add-on. Quatsch. Oder einen nächsten Teil. Wie auch immer. So viel dazu.